Auf der Intensivstation behandelt Assistenzarzt Dr. Sebastian Börner eine Patientin mit Herzprellung, deren unergründliche Aggressionen bald für Missverständnisse sorgen und sogar die Beziehung der 32-Jährigen gefährden. Moin, Frau Erbe. Dr. Börner, der Stationsarzt. Ihr Lebensgefährte ist hier. Kann der mit rein? Ja. Conny, was passiert? Alles klar, ich mach grad die Tür mal zu. Was ist denn Rieke? Was soll Mensch, das denn jetzt? Warum Rieke? Rieke ist unwichtig, Mann. Oh, Schatz, Mann, das ist, sieht dir doch gar nicht ähnlich. Siehst du sonst immer bei dir? Immer warst du mit ihr unterwegs, ne? Ja, war ich auch. Ja, was ist denn passiert? Das tut aber jetzt nichts zur Sache. Ja, Schatz. Okay. Mach mir da nur Sorgen. Darf ich kurz dazwischen? Ja, natürlich. Also, moin. Sie kennen mich, ich bin der Stationsarzt hier. Ich wollte jetzt hier nicht, also soll nicht ein Streit ausarten jetzt, ne? Ja. Ich muss einmal mal ganz kurz gucken und dann gehen wir mal zusammen durch, was passiert ist. Ich habe den Bericht vom Kollegen schon gelesen. Also das war nur Oberfläche, war genau. Auf der anderen Seite genauso? Das war genauso, die sehen alle gleich aus, deswegen habe ich die schon. Meine Güte. Okay, also. Was hast du denn gemacht? Das heißt so wild. Das Problem, also, ich fasse mal gerade zusammen, was ich gelesen habe in dem Arztbrief und Sie sagen mir einfach, ob das grob stimmt oder nicht, ne? Okay. Also der Kollege hat gesagt, Sie sind irgendwie gestolpert und dann wohl ganz unglücklich gefallen, mit den Armen aufgekommen und dann halt mit dem Brustkorb gegen so einen Poller. Hat einen schönen Großkorb, gucke ich mir gleich noch mal an. Ne? Eine Rippe ist gebrochen, das habe ich im EKG, im Röntgen gesehen. Oh mein Gott. Ja, das ist schon ordentlich. Das sieht auch sehr schlimm aus. Frau Erbe musste bei uns auf Intensivstationen wegen Herzrhythmusstörungen überwacht werden. Sie hat angegeben, dass sie unglücklich gestolpert ist und dann mit dem Brustkorb quasi auf so ein Poller drauf ist. Und dieses Trauma, dieses Thoraxtrauma hat halt wohl das Herz ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, weswegen es unregelmäßig geschlagen hat. Was mich ein bisschen misstrauisch gemacht hat, war die Art und Weise, wie sie es erzählt hat. Denn das Verletzungsmuster hat eigentlich nicht zur Erzählung gepasst. Also eine Sache interessiert mich aber noch. Vom Unfallhergang, das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Also im Bericht habe ich gelesen, dass Sie sind einfach ganz normal gegangen und dann kurz gestolpert. Aber das Verletzungsmuster passt da irgendwie nicht so richtig zu. Können Sie sich noch genau erinnern, wie das passiert ist vielleicht? Was soll denn jetzt die Fragerei? Das habe ich doch unten schon alles erklärt. Ich will ja nur auf Nummer sicher gehen. Ne? Ich versuche das ja zu rekapitulieren, wie ja. Genau das passiert ist. Aber ich habe es unten erklärt, das reicht doch jetzt. Bist du denn da hingekommen? Also, man fällt doch nicht einfach so von dem her. Klar, dass du jetzt auch wieder auf den Zug mit auffährst. Ja, Mann, Schatz. Denkst du wahrscheinlich auch nur, weil ich dick bin, ne? Ach Quatsch, das habe ich so nie gesagt. Wo ist eigentlich meine Tasche und mein Handy? Ich brauche das. Wo habt ihr die hingemacht? Die ist von einer Schwesternkanzel. Okay. Ich hätte einen folgenden Vorschlag. Nicole, wärst du so lieb, gehst du einmal zur Kanzel, holst dir die Tasche. Genau. Dann könntest du... Sie können dann vielleicht die Sachen holen. Ich untersuche jetzt erstmal hier in Ruhe weiter. Da sind wir nur zu zweit. Dann beruhigt sich die ganze Lage ein bisschen. Und dann können Sie nachher. Okay. Herr Koch hat mehrmals versucht, auf Sie einzureden und Sie zu beruhigen. Und ja, es blieb einfach nichts anderes übrig, als dass wir rausgehen. Das hat auch der Arzt richtig erkannt. Und deswegen mussten wir da erstmal einen Bruch machen und einfach mal vor die Tür gehen. Wissen Sie, vor ein paar Wochen habe ich halt das Thema Kinder angesprochen und meinen Kinderwunsch geäußert, dass ich halt gerne Kinder hätte mit ihr. Und seitdem ist sie. Immer nur in Rage. Sie meinen, ist seitdem so, dass sie so. Ja, sie ist sonst wirklich nicht so. Das müssen Sie mir glauben. Und sie fährt die Schwestern oder Ärzte sonst nicht an. Sie ist eigentlich der herzallerliebste Mensch, den ich kenne. Ich liebe diese Frau. Und, aber seit ich gesagt habe, ich möchte gern Kinder mit ihr. Sie können das sich jetzt auch nicht erklären, warum das so ist. Und vielleicht vermuten das daher. Ja, ich habe halt auch Angst, dass sie mich verlässt. Theo Koch möchte die Liebe seines Lebens auf keinen Fall verlieren. Die 32-Jährige scheint von ihrem Freund regelrecht genervt zu sein. Fragt sich nur, wieso. Wenn Sie möchten, können wir jetzt wieder zu Ihrer Freundin reingehen. Ja. Ja. Aber auch ein bisschen ruhiger. Okay. Sie können gehen so ruhig ran, das kennt Sie. Ja, bitte. Ja, richtig. Hände zur Frau Erbe. Nein, das wusste ich nicht. Was? Ja, ist in Ordnung. Ich werde es ihr weitergeben, selbstverständlich. Ja, dann danke für Ihren Anruf. Danke, wiederhören. Alles in Ordnung? Sie glauben gar nicht, wer da gerade dran war. Ein Makler. Sagte, dass meine Frau da unterwegs, oder meine zukünftige Frau unterwegs ist gewesen, sich eine Wohnung angucken und sich da mit einem Typen geprügelt hätte auf der Wohnungsbesichtigung.
Eine Wohnungsbesichtigung. Ja, und dann war sie gar nicht mit der Rico unterwegs. Sie hat einen anderen anscheinend. Sie schaut sich eine Wohnung an. Das ist doch der Beweis dafür, dass sie mich verlassen will. Spätestens nach dem Telefonat war klar, dass Frau Erbe uns hier einen ganz großen Bären aufbinden wollte. Sie war weder mit ihrer Freundin unterwegs, sondern hat sich wohl angeblich eine Wohnung angeschaut. Ja. Und das hat Herr Koch wirklich große Sorgen gemacht. Wir können sehr gerne reingehen. Ich verstehe auch, dass Sie jetzt da wirklich auch getroffen sind. Aber ich würde Sie wirklich bitten, dass Sie das jetzt ruhig angehen und jetzt nicht wieder auf volle Konfrontation. Das bringt nichts jetzt. Nein, ja? Ihre Freundin braucht Ruhe. Selbstverständlich. Das verspreche ich Ihnen. Ich will ja, dass er wieder gesund wird. Theo würde für seine Freundin alles tun. Die rätselhafte Immobilienbesichtigung wird den 34-Jährigen aber noch länger beschäftigen. Und nicht nur ihn. Hey Schatz, wie geht's dir? Es geht so. Ich wollte dir deine Tasche bringen. Danke. Ich wollte dir sagen, der Makler hat angerufen. Ich weiß, dass du nicht mit Rico unterwegs warst. Du kriegst die Wohnung nicht, weil du dich da geprügelt hast. Und du hättest mir sagen können, dass du Zeit für dich brauchst. Ja. Ich werde jetzt einfach gehen und ich hoffe, dass dir bald besser wird. Schatz, wo willst du denn jetzt hin? Bitte wieder gesund. Was ist denn jetzt los? Was ist hat er denn? Was ist mit ihm? Das war halt jetzt eben draußen, ging das Telefon, da ist er drangegangen und dann hatte dieser Makler halt angerufen und er hat diese ganze Geschichte erzählt, was sie da hat mit dieser Besichtigung und dass da eine Schlägerei war. Ja, aber das muss er jetzt falsch verstanden haben. Ich meine, ich war auf dieser Besichtigung und da war da dieser Idiot, der sich einfach vorgedrängelt hat. Und dann haben wir uns auch fast geprügelt, weil ich bin im Moment einfach so... Sie ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen langsamer. Nein. Sie sind momentan öfter so bitte gereizt, bitte rufen oder? Sie ihn wieder zurück, bitte. Ich möchte... Frau Erbe, bitte erstmal ruhig durchatmen. Wir müssen ganz ruhig, wir machen das, wir klären das. Nachdem Herr Koch sein Statement abgegeben hat und dann abrupt den Raum verlassen hatte, hat sich bei Frau Erbe so eine Art Panikreaktion entwickelt. Sie hat hyperventiliert, die Herzfrequenz ist stark angestiegen und in Anbetracht ihrer Situation, dass das Herz ja eh schon fraglichen Schaden abbekommen hat, war das natürlich eine sehr brenzliche Situation, die wir schnellstens lösen mussten. Wir geben Ihnen jetzt noch ein Medikament dabei. Versuchen Sie zu entspannen, Frau Erbe. Es bringt gerade nicht. Wir kümmern uns darum. Herzprellungen können schlimmstenfalls einen tödlichen Verlauf nehmen. Oberste Priorität hat nun, dass Conny Ruhe findet. Doch die Funkstille mit Lebensgefährte Theo setzt der Patientin auch einen Tag später stark zu. Hallo, Frau Erbe. Moin, Frau Erbe. Wie geht's Ihnen? Das geht so. Wieso, es geht so? Was los? Haben Sie meinen Freund erreicht? Frau Erbe, leider noch gar nichts gehört. Okay. Ja, trotzdem Dankeschön. Ja, also es tut mir noch echt leid, aber... Hat auch keiner was hinterlassen. Nee, gar nichts. Es war ganz ruhig. Aber positiv ist ja, dass es Ihnen jetzt schon wieder besser geht. Das ist der Vorteil. Ja, bitte? Der Herr Koch ist da. Darf er reinkommen? Ach, gerade von Ihnen gesprochen. Kommen Sie rein. Ja? Oh, so, Entschuldigung. Bitte. Ich habe es mal vorweggenommen, dass er rein kann. Ne? Tut mir leid, dass ich gestern so abgehauen bin. Aber ich will jetzt erst mal wissen vom Arzt, wie es dir geht. Ich hoffe, es geht dir heute besser. Ja, also definitiv geht es ja besser und das ist auch ganz gut so. Die Überwachung auf Intensiv hat ergeben, dass glücklicherweise keine weitere Herzrhythmusstörung eingetreten ist. Und auch die Blutwerte haben ergeben, dass kein struktureller Herzschaden vorliegt. Das waren die guten Nachrichten. Leider gab es aber einen Blutwert, der mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Und auch Frau Erbe hat mir ein wichtiges Detail verschwiegen. Mir ist noch aufgefallen im Labor, wie gesagt, Herz war okay, aber der Cholesterin ist schon sehr hoch. Dort. Jetzt fangen Sie doch nicht auch damit an. Ich war damit schon bei meinem Hausarzt. Ja, Sie waren doch schon beim Arzt. Ja. Damit war ich schon. Davon weiß ich aber nichts. Das haben Sie mir auch nicht gesagt. Das hast du mir aber nicht erzählt. Ja, ich habe das nicht für wichtig gehalten. Also das. Ja, gut. Grundsätzlich wäre das schon gut, wenn Sie sowas uns immer sagen, ne? Gerade sagen, ja. Haben Sie auch Medikamente eingenommen? Ja, ich nehme Medikamente seit ein paar Wochen schon. Das haben Sie mir gestern nämlich auch nicht gesagt. Okay, ja, wie gesagt, also das war für mich nicht wichtig. Also ich dachte, das war Nebensache für mich. Na gut. Für die Zukunft ist natürlich, auch wenn Sie denken, es ist unwichtig, sagen Sie es einfach. Und wir können das ja meistens viel besser einordnen. Okay. Ne? Warum hast du mir das denn nicht gesagt mit den Tabletten? Ich meine... Ja, dann hättest du ja recht gehabt. Du hast ja die ganze Zeit gesagt, ich soll nicht so viel essen und dass ich dann zu dick bin. Also.
Ich habe nie gesagt, dass du zu dick bist. Ich habe mir einfach Sorgen um deine Gesundheit gemacht. Das ganze Fastfood, was du da gegessen hast, das kann doch nicht gesund sein. Ich habe mir einfach nur Sorgen gemacht. Was war da jetzt mit der Wohnung los? Ja. Du wolltest mich verlassen, oder? Nein, das auf keinen Fall. Ich wollte dich nie verlassen. Das hast du falsch verstanden. Ich wollte uns eine größere Wohnung suchen. Ich habe halt nochmal drüber nachgedacht, wegen deinem Kinderwunsch. Und ich wollte auch ein Kind mit dir. Wirklich? Ja. Und dann habe ich gedacht, da suche ich eine Wohnung direkt vor uns, weil wir dann ja eine größere Wohnung brauchen. Du willst wirklich ein Kind mit mir? Und ich dachte, du willst mich verlassen. Nein, bist du verrückt? Ich wollte dich überraschen mit der größeren Wohnung und dass ich ein Kind mit dir möchte. Und warum warst du dann so aggressiv und scheiße die letzte Zeit zu mir? Wie erklärst du das? Ja, das weiß ich selber nicht. Also Frau Erbe hat ja über schon seit mehr Wochen bestehende Aggressivitätssteigerungen geklagt. Da habe ich mir erstmal noch nichts dabei gedacht. Gründe können vielfältig sein. Aber das Detail, dass sie ein Medikament einnimmt, was sie mir verschwiegen hat, das sollte das Rätsel dann doch lösen. Sie haben jetzt auch gesagt, dass Sie Tabletten genommen haben, diese ja. für ein Cholesterin. Richtig. Wissen Sie welche? Waren das Statine? Können Sie sich daran erinnern? Ja, das waren die. Ja? Tatsächlich können diese Medikamente, diese Statine, haben gerade bei Frauen halt, können als Nebenwirkung haben, dass sie einen höheren Testosteronlevel haben und quasi reizbarer sind, also eine kurze Zündschnur haben. Interessanterweise, bei Männern ist es meistens das Umgekehrte. Männer werden ruhiger, Frauen gehen an die Decke bei den Statinen. Das würde ich auf jeden Fall erklären, warum du dich so verhalten hast und auf meine Frage so reagiert hast. Das klingt logisch. Ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass wir das jetzt haben. Ich werde mal mit den Kollegen von der inneren Medizin oben, mit den Internisten sprechen. Mhm. Man kann da mal einen Substanzwechsel dann durchführen. Also man nimmt einfach ein anderes Präparat. Okay. Und gucken, dass Sie wissen ja jetzt, Sie achten jetzt am besten mal darauf. Und ich denke, wenn wir da ein anderes Präparat nehmen, dann ist auch diese Nebenwirkung nach irgendwann weg. Ne? Und dann steht da quasi nichts mehr im Weg. Auf keinen Fall, ich liebe dich doch. Nach insgesamt 4 Tagen Klinikaufenthalt konnte die Patientin entlassen werden. Conny hat sich vollständig erholt und auch keine Aggressionsprobleme mehr, seit sie einen anderen Cholesterinsenker nimmt. Inzwischen haben die 32-Jährige und Theo eine größere Wohnung gefunden und planen Nachwuchs.